Okay, folgendes. Ich habe beschlossen, Trains erstmal komplett zur Seite zu schieben, also erstmal in Ruhe zu lassen, nichts mehr damit zu tun haben und alles, um mich jetzt auf andere Sachen auf diesem Kanal zu fokussieren. Zum Beispiel meine Holzeisenbahn-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber letztes Jahr, 2016 im Herbst, habe ich gesagt, dass ich eine Holzeisenbahn-Serie machen möchte, mit Originalgeschichten und alles. Und die sollte so wie im Winter irgendwie, glaube ich, anfangen. Ich habe so wie die erste Folge angefangen, also gedreht, geschnitten und fertig. Und ich wollte auch, und ich war auch fast in Planung, die zweite zu machen. Nur dann sind Sachen eben nicht vorangekommen, Sachen haben nicht gepasst und naja, dann habe ich eben Sachen mit Trains gemacht und dann jetzt hier und da Remakes mit meiner Holzeisenbahn. So, jetzt wo Trains beschlossen hat, naja, blöd zu sein, sagen wir es einfach so. Ich habe keine Nerven jetzt gerade, mich damit zu befassen, also mache ich meine Holzeisenbahn-Serie. Ich habe zwei Skripte fertig. Einmal die von der Folge, die ich damals bereits fertig gemacht habe, nur all die Footage und der Schnitt und die ganze ging verloren, also muss ich das alles neu machen. Und die zweite Geschichte habe ich fertig geschrieben. Dritte fange ich bald an und ich habe noch andere mehrere geplant. Nur es sind noch nicht genug, um jetzt, sagen wir mal, eine Staffel fertig zu machen. Wie viele Folgen eine Staffel haben wird, weiß ich noch nicht ganz, aber ich brauche jetzt eure kleine Hilfe und zwar Handlungsvorschläge in die Kommentare. Was könnt ihr sagen? Ihr könnt sagen, hier, keine Ahnung, Thomas soll, keine Ahnung, also Fische transportieren, auf einmal ist irgendwas und deswegen passiert das oder sowas, ich weiß nicht. Aber so leichte Handlungen, die vielleicht in Richtung der klassischen Serie gehen, also Staffel 1 bis 7. Oder vielleicht auch Elemente, so ähnlich wie Staffel 8 bis 12. Ja, auf jeden Fall von der Modelleisenbahn, von der klassischen Serie und so. Ja, wenn euch was einfällt, könnt ihr sie in Kommentare schreiben. Und vielleicht kann ich gucken, was ich damit anfangen kann. Und wenn eure Ideen in die Tat umgesetzt werden können, dann werde ich diese Folge ein Drehbuch schreiben, die Folge produzieren. Und da wird ihr im Abspann einen besonderen Dank erhalten. Das sage ich jetzt mal als Gegenleistung. So wie Danke, so wie vielen Dank, so wie im Abspann wird stehen, vielen Dank an Dings für die Handlung oder für die Idee der Handlung oder Vorschlag, bla bla, ne? Und ja, wenn ihr mir helfen wollt, also wenn ihr ein paar Ideen habt, vielleicht, wenn ihr mir sie sagen wollt, könnt ihr das machen in die Kommentare. Ich will gucken, was ich damit anfangen kann. Und wenn ich sie umsetzen, werdet ihr halt ein Dankeschön bekommen in der Episode, wenn es sein wird. Ja. Ich mache jetzt meine Holzeisenbahn-Serie. Und ich werde es durchziehen. Auch wenn es für mich, keine Ahnung, ein Jahr kosten wird. Ich werde es durchziehen. Für mich sind bald Sommerferien. Da sollte ich vielleicht anfangen mit Drehen und alles. Vielleicht, ich weiß nicht. Mal gucken. So wie. Veröffentlichungsdatum ist überhaupt noch nicht klar und ja. Erstmal, wenn ich genug Folgen produziert habe, werde ich einen Trailer machen und dann habe ich, denke ich, werde ich so wie wöchentlich vielleicht die Folgen rausbringen. Ich weiß noch nicht. Das ist alles jetzt nur viel Vorgeahne. Wir werden gucken, wie es wird. Aber nochmal zum Punkt. Wenn ihr vielleicht Vorschläge habt, die ihr mir sagen wollt, könnt ihr es in die Kommentare machen. Wenn ich damit was anfangen kann, dann werde ich sie auch benutzen. So. Mehr habe ich nicht zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns wohl in einem weiteren Update bezüglich wohl der Holzeisenbahn-Serie.